Ich habe schon richtig viel Geld verloren, das will ich ganz offen zugeben. Die Amerikaner, glaube ich, wählen keine Frau. In den USA wandern viel mehr Menschen ein. Wo ist die Politik? Wo sind die Aufseher? Wo ist die BaFin? Deutschland vergreist. Wo sie sagen, alles klar, Freunde, das ist jetzt das neue Geldsystem. Weil wann werden denn Zinsen gesenkt? Die werden nicht gesenkt, wenn es allen gut geht. Banken sind eigentlich nicht mehr gewollt von der Politik. Paul, wenn du da was hinbekommen hast, also ich habe jetzt nichts mehr hinbekommen. Herzlich willkommen, liebe Zuseher. Herzlich willkommen, unser heutiger Gast, Florian Günther. Ich freue mich, dass du da bist. Ich darf dich kurz einführen. Viele kennen dich ja wahrscheinlich, aber du bist studierter Bankkaufmann. Du hast bereits in jungen Jahren, ich glaube, du bist jetzt um die Mitte 30, aber du tust schon relativ lange, beschäftigst du dich mit der ganzen Finanzwelt, bist also sehr erfolgreicher Fondsmanager. Du hast eine eigene Vermögensverwaltung, habe ich recherchiert. Du hast, glaube ich, selbst auch 25 Immobilien, was für die Zuseher bei uns natürlich besonders interessant ist. Ich habe natürlich auch viele Investoren hier, die zuschauen und viele, die sich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen. Ja, du schreibst auf deiner Seite auch, das Schöne an den Immobilien ist, dass jeden Monat Geld aus den eigenen Investments kommt. Das gilt natürlich nicht nur für die Immobilien, aber da besonders. Ja, wir haben ein gemeinsames Ziel, haben wir jetzt in der Vorbesprechung auch nochmal so klar herauskristallisiert. Wir möchten Menschen gerne zur finanziellen Freiheit verhelfen. Und ich sage immer, der erste Schritt, um überhaupt finanziell frei werden zu können, ist das Thema finanzielle Bildung. Und ich glaube, das fehlt ja in unseren Breiten. Also zumindest in den Schulen wird es nicht gelehrt, leider Gottes. Ich glaube, das treibt uns beide. Das Schöne ist natürlich, dass du bist Aktienspezialist und hast viele Qualitäten. Aber wie gesagt, du kommst aus dem Bankensektor und du bist auch ein Kenner, würde ich sagen, der finanziellen Situation da draußen. Du wirst immer wieder als Experte gerne befragt. Finde ich immer besonders spannend, mich mit solchen Menschen auszutauschen, die sich ähnliche Gedanken machen, wie man sich selbst macht. Also nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Paul, für die Einladung und für die einleitenden Worte auch. Ich muss aber auch sagen, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange, weil ich habe zwar 25 Immobilien, aber das hat damals, muss ich ganz offen zugeben, nichts mit Können zu tun. Das ist ja ganz anders bei dir, sondern es war eher Glück. Wir haben gerade miteinander auch besprochen. Die erste Immobilie habe ich mir noch selbst als Bankkaufmann, das waren eine meiner letzten Taten, vor 12, also über 10 Jahren schon selbst verkauft, um die Provision zu sparen, weil damals war das alles noch gar nicht so. Das hat sich alles erst in den letzten 10 Jahren entwickelt. Man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, Paul, das weißt du ja auch, vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, da war die Situation noch ganz anders. Da waren die Zinsen sogar niedriger als heute. Jetzt waren wir mal zeitlang die ganze Zeit bei Null. Aber die Kaufpreise waren natürlich extrem niedrig. Du konntest eigentlich fast nichts falsch machen. Also das war reines Glück, das muss ich vorneweg geben. Das ist die Demut der Erfolgreichen. Sehr schön. Ja, also lass uns vielleicht auch gleich mit Immobilien starten. Also wir haben heute viele spannende Themen. Wir werden über Bankencrash, Bankrun und solche Sachen auch reden, über die Gewitterwolken, die da draußen aufziehen und was kommen kann, was kommen wird und was das dann im Nachgang für unsere Wirtschaft vielleicht auch wieder Positives bedeutet. Also wir sind ja grundsätzlich sehr positiv denkende Menschen. Nichtsdestotrotz muss man, wenn es Unwetterwarnung gibt, auch vorsichtig sein und muss sich schützen. Ja. Also nicht, wenn der Hurricane naht, draußen rumlaufen, das macht wenig Sinn und so tun, als wäre nichts. Gemeinsames Thema Immobilien. Vielleicht gleich, weil du gesagt hast, du hast Immobilien in Deutschland. Starten wir doch gleich mal mit dem Immobilienstandort Deutschland. Wir haben in Deutschland, provokant jetzt ein bisschen von mir, aber einen Kinderbuchautor, der die Wirtschaft lenkt und Gesetze erlässt, die also für Immobilieninvestoren nicht so freundlich sind. CO2-Steuer und vieles, vieles mehr. Reden wir doch darüber mal. Wie siehst du denn da die Situation? Hat es da ein bisschen Rückzieher gegeben zu den ursprünglichen Plänen? Die Menschen sind ja sehr verunsichert, also gerade die Immobilien sind sehr verunsichert. Wenn wir über Immobilien sprechen, dann glaube ich, muss man immer zwei Sachen betrachten. Das eine ist der Eigennutzer. Da sind ja viele emotionale Themen und da geht es um das Eigenheim und die Familienentwicklung. Und das andere sind die Investoren, die Geldanleger. Und bei den Investoren war es ja die letzten Jahre Gmade Wiesen, auf Deutsch gesagt. Ja, also war eine super Situation, weil du nach Abzug der Zinsen und nach allem eigentlich immer noch so ein ganz klein bisschen übrig hattest. Ja, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ein guter Investor hat es schon hinbekommen und es ist auch immer das Ziel, einen positiven Cashflow hinzubekommen. Das wissen ja deine Schüler besser als ich. Ja. Was heißt jetzt gerade die letzten 2 Jahre nicht mehr möglich, bitte, Paul, wenn du da was hinbekommen hast. Also ich habe jetzt nichts mehr hinbekommen. Also nicht in Deutschland, ja, okay. Nicht in Deutschland, genau. Das ist auch jetzt nicht möglich. Also wir geben das Video gerade Ende August in die Produktion sozusagen. Es ist immer noch nicht möglich und das ist eben das ganz, ganz große Problem. Die Zinsen sind noch hoch. Die Kaufpreise haben sich
nicht viel verändert, in manchen Regionen schon stärker, aber das sind die Regionen, wo du am besten gar nichts kaufen solltest, weil da nichts los ist. Ja, die Frage ist, wie tief werden jetzt Zinsen fallen? Der erste Schritt ist ja schon von der EZB gekommen. Ich fürchte, dass es nicht so tief geht, wie der eine oder andere hofft. Und die andere Seite ist ja, Paul, die Mieten sind ja schon stark gestiegen. Ja, und das wird wahrscheinlich schon noch weitergehen. Das heißt, wir werden schon irgendwo so einen Boden finden, so eine Talsohle, wo die Preise jetzt nicht mehr stärker fallen, einfach weil die Ertragssituation, also Stichwort Mieten, so gut ist. Aber, und das ist das, womit ich mich mittlerweile viel mehr beschäftige, das ist der ganz lange Blick. Und da muss man einfach sagen, Deutschland vergreist. Das ist leider so. Es hört sich komisch an, weil als ich noch zur Schule ging, hieß es immer 80 Millionen Deutsche. Heute sind wir 85 Millionen. Aber wir sind ehrlicherweise keine 85 Millionen Deutsche mehr, sondern wir sind 80 Millionen oder 79 Millionen Deutsche und 6 Millionen Zuwanderer. Und bitte, das hat hier nichts mit Bewertung zu tun. Ja, das sind Menschen, die teilweise vor Kriegssituationen flüchten oder was auch immer. Also bitte, wir wollen hier nicht werten. Aber Fakt ist, Deutschland vergreist. Ich glaube nicht, dass, wenn auch die Politik, gehen wir nochmal zu Habeck zurück, wenn die sich länger halten möchte, dann muss sie eigentlich vor ungeschützter Zuzug, du weißt, was ich meine. Ja. Da muss die Politik einschreiten, weil ansonsten werden wir eine andere Politik bekommen. Dann würde es sehr rigide sein. Ja, also dann werden die Grenzen dicht gemacht, bin ich der Meinung. Und auch dann wird es spannend. Also ich glaube, dass dieser Standort Deutschland große Probleme bekommen wird. Deswegen habe ich dann wirklich auch so mit meinen eigenen Immobilien, die habe ich zwar günstig gekauft, das ist okay, aber ob das langfristig dann sich im Preis entwickeln wird, das weiß ich nicht. Die Mieten werden weiter steigen, da bin ich davon überzeugt. Ja. Aber da habe ich so ein bisschen mal Bauchschmerzen und das wollte ich dich eben auch fragen. Wie siehst du es? Also bin ich da völlig falsch oder sagst also du, ich glaube, du liegst da schon richtig. Also die Mieten steigen überall auf der Welt oder sagen wir so in den Top-Lagen. Ne? Ja. Also egal, ob ich mir jetzt London anschaue oder Paris oder ob ich mir jetzt anschaue Wien oder ob ich mir jetzt anschaue hier auf Mallorca. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Wohnung direkt erste Meereslinie, so 150 Quadratmeter. Da war die Miete letztes Jahr noch irgendwo bei 3.600. Wir haben die jetzt um 5.000 gerade neu vermietet, weil ich so viele Anfragen hatte, ich konnte mir es aussuchen. Ja. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Binnen eines Jahres. Natürlich ist es hier zum Beispiel bei Mallorca schon so, dadurch, dass wir 50 Nationalitäten haben, die hier Geschäfte machen, steigen die Preise weiter in den Top-Lagen. Und wir konzentrieren uns auch da wieder in Krisenzeiten, sage ich, ist das auch sehr wichtig, auf die absoluten Top-Lagen, A-Lagen oder künftige A-Lagen. Mhm. Wenn sozusagen die alten A-Lagen alle wegvermietet oder weggekauft sind. So ähnlich sollte man es auch, egal wo man gerade unterwegs ist, machen. Nur man muss halt gerade in Krisenzeiten auch schauen, wie tickt die Immobilienuhr. Die kann also zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Plätzen der Welt eben, hat mit politischen Entwicklungen zu tun, mit der jeweiligen Regierung und so weiter und so fort. Also nicht immer ist es überall gleich gut oder gleich schlecht, sage ich, mit Immobilien zu haben. Und da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Aber Immobilienstandort Deutschland sehe ich ähnlich wie du. Also in den A-Lagen sind tatsächlich die Preise nicht so gefallen, wie es notwendig wäre, damit es die Zinsen kompensiert und wieder für Investoren interessant ist. Natürlich gibt es weniger Finanzierungsmöglichkeiten. Viele sind in der Abwartehaltung und warten einfach, fällt es noch weiter, weil viele haben ja auch Zinsbindungen, die trotzdem die nächsten 1, 2, 3 Jahre auslaufen. Das heißt, da muss irgendwas passieren. Es wird mehr am Markt kommen. Und es wandern natürlich auch Investoren ins Ausland ab. Das darf man auch nicht vergessen. Also da sind viele Entwicklungen, die zu beobachten sind die nächste Zeit. Und wir haben ja nicht nur im Moment in Deutschland schwierige Zeiten bei Immobilien, sondern wenn ich USA anschaue, Thema Gewerbeimmobilien ist ein ganz, ganz großes Thema, was von der Mehrheit der Leute gar nicht, glaube ich, so beobachtet wird. Aber da könnte uns ja die nächste Riesenkrise blühen. Und ich glaube, vieles wird natürlich auch wahrscheinlich am Rande mit der US-Wahl oder auch da ist ein Thema, wo wir uns noch unterhalten werden. Aber steigen wir mal vielleicht ein direkt bei den Gewerbeimmobilien. Du selbst beschäftigst dich ja mit dem Thema. Ich habe das mitbekommen. Du hast mal in irgendeinem Interview auch vor einiger Zeit diese Moody's-Studie zitiert, wo halt sehr, sehr viel deutsche Banken, also Pfandbriefbank, Deutsche Bank, Bayern LB, Arealbank und so weiter, involviert sind in Probleme. Also das heißt, wir steuern eigentlich genau wieder dahin, wo wir 2007, 2008 waren. Haben nichts aus Fehlern der Vergangenheit gelernt oder wie siehst du das? Es ist perfide, Paul, weil man könnte ja eigentlich denken, 2007, 2018, es kam ja aus den USA und da sind ja wirklich die Banken massiv pleite gegangen. Das war ja nicht nur eine, und das war massiv. Aber auch Deutschland hat einen Aderlass hinter sich hinlassen müssen, wie noch nie zuvor. Commerzbank wurde teilverstaatlicht, andere wurden komplett gerettet. Und heute haben wir immer noch diese Schattenbanken oder diese Rettungsbanken. Also das ist alles völlig
komisch. Und wieder treibt es die deutschen Gelder in die Staaten rüber und wieder in fragwürdige Projekte. Und da muss ich schon auch sagen, wo ist die Politik? Wo sind die Aufseher? Wo ist die BaFin? Das kann es doch nicht sein. Das sind unsere Gelder und es geht in die USA wieder in die letzten Malocken rein. Ja. Und ja. Ich kann gerne mal meinen Bildschirm teilen, wenn du magst. Ich habe das mal ein bisschen aufbereitet, visuell. Ich glaube, das hilft auch ein bisschen. Ja. Weil wir glauben nämlich, Banken haben aktuell nichts zu lachen. Ich habe hier unten rechts auch unseren Freund, den Warren Buffett, mit hingegeben. Denn ja. Er ist ja schon jemand, der macht sich zwar aufgrund seiner Größe den Markt selber, aber er ist extrem gut, wie kein Zweiter. Mhm. Und Gewerbeimmobilien, jahrzehntelang war das richtig gut. Aber dann kam Corona und das war halt ein Riesenschlag zusammen mit den hohen Zinsen. Also es sind heute Wolkenkratzer in den USA, die wurden 2019 noch für 250 Millionen US-Dollar unter den Hammer gegeben, also ganz normal verkauft, ja, das ist also eine Viertelmilliarde. So, und die sind heute verkauft worden für 60 Millionen. Das musst du dir überlegen, Paul, das sind 2/3 Wertabzug. Das jetzt müssten wir eigentlich einkaufen, ne? Ganz ehrlich, ich bin da wirklich am Überlegen, ob das nicht schlau ist, weil langfristig wird es wieder gehen. Mhm. Aber ich bin da ganz offen, das ist nicht meine Expertise. Ich kenne den US-amerikanischen Immobilienmarkt nicht. Also da müssten die Leute bitte alle bei dir sein und bleiben. Das finde ich auch gut, dass du da weltweit tätig bist. Aber das andere Problem ist ja auch... Da hinten übrigens, ne, die Antwort auf die CBDCs, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, das ist der Immobilien-Dollar. Ja, also ich habe da schon eine große Vision. Nee, schau her, also genau. Das andere Problem ist ein bisschen, und da kommen wir zum Aktienmarkt ein bisschen, also Bankaktien, auch das zweigeteilt. Die lokalen Bankaktien sind regelrecht weggeschwommen, also sehr viele sind da kaputt gegangen. Das sind die großen Verwerfungen. Die großen Banken, denen geht es besser denn je, weil die eben 2007, 2008 so massiv an die Kantare genommen wurden. Die können gar nicht mehr anders, als sich wohl zu ergehen zu haben sozusagen. Mhm. Und dann ist es auch immer, und da komme ich gleich noch zu einem Beispiel, da wird ja immer gesagt, nee, Mensch, Flo, hör doch du auf mit deiner Bankenspinnerei. Ja? Das ist doch hier in Deutschland nicht. Und das, wenn, dann ist es halt mal eine. Nein, das ist ein systematisches Problem. Und deswegen verkauft auch Warren Buffett Aktien wie kein Zweiter. Insbesondere Bankaktien hat er jetzt auch verkauft. Er hat zwar Apple halbiert die Position, aber auch die Bankaktien. Und da möchte ich jetzt mal, weil ja oft auch, Paul, es ist ja so, die Leute aufgrund fehlender finanzieller Bildung, wo geben sie denn in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so 90% ihr Geld hin? Das sind Sparbücher, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträge. Aber Paul, du und ich, nehme ich das vorweg, wir kennen wahrscheinlich keinen einzigen, der vermögend wurde durch Girokonto, Sparbuch, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparverträge. Ich kenne aber ganz viele Menschen, die vermögend wurden durch Immobilien, Aktien, Kryptowährungen und auch über lange Frist hinweg Gold. Und deswegen, Leute, weil dann oft gesagt, ich habe erst gestern wieder mit jemandem telefoniert, ja, er hat sein Geld auf, was war das, ein Flexkonto bei irgendeiner Bank. Ich hatte die nicht gekannt. Mhm. Und die letzte große Bankenpleite war Kaupthing Bank in Deutschland. Das war auch im Nachzug des 2008er Bebens. Und die hatten geworben, Paul, mit 4% Festgeldzins. Und das ist doch immer so im Leben, Paul. Der am meisten oder am lautesten schreit, da ist irgendwas faul. Mhm. Deswegen habe ich euch mal hier ein paar Banken mitgebracht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind, sondern das sind einfach Verhältnisse, die ein Stück weit so die rote Ampel angehen lassen. Ja? Das heißt jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht sagen, NatWestbank ist schlecht, ja, das dürfe ich auch nicht, deswegen, aber das dürfte sich jeder sein eigenes Bild machen. Und da möchte ich mal einfach, dass die Leute... wo einfach die Relation nicht mehr so stimmt, ne? Richtig, genau. Also zum Beispiel schauen wir uns mal die Santander Bank aus Spanien an. Das ist die zweite Position. Die haben Kredite ausgegeben in Höhe von, und das sind jetzt halt normierte Zahlen, also geht man mal eher die absolute, die Ratio, mehr ausgegeben, als sie eigentlich Einlagen haben. Das ist aus meiner Sicht bedenklich. Das große Problem ist, dass ja die Leute, die gehen ja immer auf diese Zinsangebote zur VW-Bank, zu der Bank, zu der Bank. Die kennen ja gar nicht die Muttergesellschaft. Oft sind es Tochtergesellschaften von irgendwelchen Banken. Das ist das große Problem. Also schauen wir mal noch weiter. Habe hier ein paar Banken auch mitgebracht aus Deutschland, England, Frankreich und aus Spanien. Denn normalerweise ist es so, dass eine Bank, die hat schon eine relativ geringe Eigenkapitalquote von etwa 10-8%. Das würde ich sagen, das ist normal, das ist auch okay, weil deren Job ist es,
mit fremdem Geld zu arbeiten. Also das gehört zu dem Geschäftsmodell. Das ist okay. Ja. Bloß was machen wir Deutschen? Also wir hier, die Deutsche Bank, die hat eine Eigenkapitalquote von unter 5%. Barclays 5%, Société Générale aus Frankreich 7%. Da sind eben auch große Brokerhäuser angeschlossen. Ja, also das heißt, das Spannende, wenn du jetzt über Immobilien sprichst, ne, wenn ich jetzt sage, in Deutschland war es ja vor 2 Jahren wirklich noch möglich, dass du 100 oder 110% Finanzierungen bekommen hast. Hier in Spanien, sage ich jetzt mal, wenn du auf Mallorca ohne 30% Eigenmittel zu einer Bank gehst, die schmeißen dich raus. Ja, also 30-40% ist hier normal seit der letzten Krise. Ja. Also das ist eine ganz andere Denke im Kopf der Leute auch, ja. Ich glaube, das muss man komplett auch nochmal anders sehen, weil, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, sagst du bitte, wenn es falsch ist, ich glaube, dass das ein Eigenkapitalmarkt ist. Der spanische, also der mallorquinische Immobilienmarkt ist ein Eigenkapitalmarkt, weil die Leute kommen doch da nicht hin und sagen, ich will jetzt diese 10 Millionen geile Villa haben und übrigens, wo kann ich den Kredit holen? Sondern die sagen, naja, das hole ich jetzt aus dem Konto und schieße. Wenige, richtig. Also viele machen es auch tatsächlich aus dem Bargeld heraus. Richtig. Ist so, ne? Genau. Also, alle aber, ich würde sagen, 60% oder so. Ja. Also in den Top, bei den Top-Immobilien. Ne? Ich will trotzdem noch mal kurz zu diesem Bildschirm zurückkehren, sozusagen, ja. Weil Paul dann ja oft gesagt wird, Mensch Flo, ne, du alter Spinner hier. Und dann heißt es ja, die Volks- und Raiffeisenbanken sind sicher, die Sparkassen sind sicher, die Sparda-Bank, also all diese Banken sind sicher. Aber es sind bereits die ersten Banken unter Aufsicht gestellt worden. Und das hier zum Beispiel war eine Raiffeisenbank, Effenberg Bank. Gut, das ist jetzt halt ein Promi, der damit involviert war. Wie auch immer. Also, das sind alles auch die Quellen hinterlegt. Ne? Das sind keine Spinnereien, sondern das passiert ständig. Nur kriegst du das natürlich nicht mit. So viele Banken machen damit auch keine Werbung, dass jetzt unter den Schutzsenkel gesetzt wurden. Ja? Und dann sagen natürlich auch wiederum andere, na Gott sei Dank gibt es ja die Einlagensicherung. Gott sei Dank gibt es die. Aber wir haben das mal hochgerechnet. Vielleicht, wenn es hochkommt, sind 1,5% deiner Gelder sicher. Das heißt ja, Merkel hat sich mal hingestellt, alle Einlagen sind sicher und dann wurde es ja dann mit diesen 100.000 Euro je Bank wurde dann gesagt. Aber wenn du das mal hochrechnest, sind von 100.000 Euro lediglich 1.500 Euro mit echtem physischem Geld hinterlegt. Mhm. Und das ist das ganz, ganz große Problem in der jetzigen Zeit. Und Im Bewusstsein der Leute ist immer noch das Geld auf ihrem Konto ihr Geld, ne? Und das ist ja tatsächlich nicht so. Also du hast ja mehr oder weniger, wenn du jetzt da einen größeren Betrag am Konto liegen hast, dann ist das ein kostenloses Darlehen, könnte man sagen, an deine Bank, aber ohne Besicherung. Ne? Die Bank gibt dir nichts ohne Besicherung, aber du darfst der Bank ohne Besicherung geben. Also wenn es da knallt, dann knallt es. Ne? Also das Geschäftskonzept ist an sich hervorragend, was die Banken da fahren. Ne? Das ist schon gut, aber natürlich für den, der dann mit den Geschäften macht, eher schlecht, ja. Was ein bisschen auch jetzt, wir hatten ja schon die erste Zinssenkung, Paul, jetzt halt hier in Europa. Ne? Ja. Und jetzt wird heißt, dass das ein bisschen Druck von den Banken gibt, weil zur Herkunft vielleicht noch kurz, das wissen auch nicht die meisten Banken und auch die gesamten professionellen Geldanleger sind groß unter Druck geraten, weil 2022 die Zinsen in einem Ausmaß gestiegen sind, wie noch nie in der Wirtschaftsaufzeichnung je zuvor. Also das heißt, von der absoluten Höhe waren wir schon mehr. Aber das, so schnell das ging, das hat es noch nie gegeben. Und wenn Zinsen sehr stark steigen, müssen Anleihen abgewertet werden. Das ist ein Gesetz. Also das geht immer genau andersrum. Und jetzt ist es allerdings so, wenn du so eine Bank bist, dann kannst du nicht einfach dein Geld in Gold, in Aktien, in Immobilien, in Kryptowährungen anlegen, sondern das muss sicher sein. Und da gibt es genaue Regeln und Gesetze, was ist sicher und was ist nicht. Und da werden beispielsweise Anleihen als überwiegend sicher dargestellt. So. Aber diese sicheren Anleihen, also ich mache jetzt hier wirklich bewusst so, die sind teilweise in 22 um 60% gefallen. 60%, das musst du mal überlegen. Auch was das für den Einzelnen, Paul, zu sagen hat. Weil viele Leute machen ihren Vermögensaufbau manche über Wertpapiere und sagen, je älter ich werde, gehe ich mehr aus Aktien raus und gehe rein in sichere Anlagen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist gerade 60 und gehst gerade in deinen wohlverdienten Ruhestand oder 65, wie auch immer, und gehst dann zu 100% in Anleihen rein, die crashen aber dann um 60%. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja das Problem auch der Pensionskassen und dieser ganzen Versicherungen und so weiter. Deswegen sind ja da auch einige in Not in größter gerade. Weil Anleihen ja immer als das sicherste Medium überhaupt gepredigt wurden. Und ich meine, von der Logik her, wenn man sich vorstellt, zu
wir haben ja alle noch vor 3 Jahren Strafzinsen bezahlt und war natürlich jeder bemüht, weg vom Konto, rein in irgendeine komische Anleihe, die vielleicht 0,5% Zinsen bringt. Aber genau diese Anlage brauchst du heute halt nicht, wo die neuen Anleihen, keine Ahnung, 4-5% Zinsen bringen oder mehr. Ne? So ist es. Vor allem mit Blick in die Zukunft jetzt auch, wenn die Zinsen vielleicht weiter noch erhöht werden. Wie siehst denn du das jetzt, bevor wir uns nochmal über die Banken intensiver unterhalten haben, wie siehst denn du die Zinsstruktur? Erleben wir 2025 oder Ende des Jahres, bleibt es inverse Zinsstruktur, verändert sich da was? Ruhig in die Tiefe gehen und erklären, weil da bist du ja auch so ein Experte ein bisschen zu dem Thema. Sehr gut, ja. Also vielleicht zur inversen Zinsstrukturkurve, was heißt das? Also wenn du jetzt zur Bank gehst und dein Geld langfristig anlegst, dann bekommst du in normalen Fällen mehr Zins, als wie wenn du das kurzfristig machst. Ne? Wenn du ein Jahr anlegst, gibt es weniger Geld, als wie wenn du das der Bank 5 Jahre lang gibst, zum Beispiel. Und jetzt war es so, die letzten 1-2 Jahre, dass diese Situation genau andersherum war. Das heißt, wenn du dein Geld kurzfristig angelegt hast, hast du mehr bekommen, als wenn du es langfristig anlegst. Und das ist unnormal. Experten sprechen dann von einer inversen Zinsstruktur. Das ist soweit erstmal die Situation. Das Interessante daran ist aber, dass genau in solchen Situationen in der Folge Rezessionen aufkommen. Das ist also der erste Anzeichen dafür, dass Rezessionen kommen. Die meisten haben aber dies falsch verstanden, denn die meisten glauben, das beginnt dann, wenn die inverse Zinsstruktur eintritt. Das war vor 1 oder 2 Jahren der Fall. Das ist aber falsch. Regelmäßig ist es so, dass wenn die inverse Zinsstruktur aufgelöst wird, dann kann man sagen, dass in der Folge von vielleicht 6 oder 9 Monaten fast in allen Fällen schon immer eine Rezession gekommen ist. So, und an diesem Punkt stehen wir fast. Ja, also wir waren bei der Inversität, waren wir bei -0,5. Ich glaube sogar in der Spitze sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt sind wir teilweise, tageweise waren wir nur noch bei -0,08. Also quasi, wir waren wieder auf 0 auf 0. Und wir müssen wieder in ein normales Zinsniveau hinein. Also das wird sich auflösen. Keiner kann sagen, wann das kommt. Und wenn das kommt, ist es sehr wahrscheinlich, wenn es normal ist, dass eine Rezession kommt. Und ehrlich gesagt, Paul, die Spatzen pfeifen es doch vom Dach. Ja? Also letzte Woche oder die Woche war es, wo die USA bekannt gegeben hat, dass diese ganzen Jobveröffentlichungen falsch waren. Das ist normal. Also die USA macht immer irgendwelche Veröffentlichungen und im Hinterher tun sie es revidieren. Also das ist eigentlich völlig krank. Aber das Kranke ist, die haben gesagt, sie haben 2,7 Millionen neue Jobs ausproduziert sozusagen in einem Jahr. Und diese Zahl mussten sie um 900.000, oder ich das aufrunden, um 1 Million, das sind 30% oder etwas mehr sogar, abwerten. Das ist doch Leute anlügen. Also für mich ist das Leute anlügen. Ja, absolut, absolut. Wir haben ja auch gar keine Inflation mehr. Ne? Also ich weiß nicht, was du merkst, wenn du tanken fährst oder deine Energierechnung kriegst, aber wir haben doch kaum mehr Inflation. Also wir sind doch irgendwo bei, weiß nicht, im Juni, glaube ich, waren es 2,7% oder sowas. Also da kann man nur lachen. Ne? Das Interessante ist, wir lassen uns anlügen. Und ich habe das auch mal versucht darzulegen, warum lassen wir uns denn so leicht anlügen? Also die Masse der Menschheit lässt sich anlügen. Und es ist meistens deswegen, weil das hinter irgendeinem Narrativ versteckt wird. Das heißt, die Heizkosten müssen steigen, weil der böse Russe uns Nord Stream 2 gesprengt hat. Oder wir müssen in den Krieg ziehen, weil die armen Ukraine, das sind immer irgendwelche Framings, die vorweggezogen werden. Schwarz-Weiß und so, ja. Damit die Deutschen leiden. Und damit der deutsche Müller sagt, naja, ist doch klar, dass die Heizung jetzt mehr ist. Und das mache ich doch gerne, weil das muss ja auch alles bezahlt werden. Uns geht's doch gut, Paul. Uns geht's doch gut. Absolut. Ja, ist schon spannend. Du lass uns nochmal zurückkommen zu den USA, weil die USA schaffen es ja immer wieder, ihre Probleme auszulagern nach Europa. Egal, ob es der Stellvertreterkrieg, sage ich fast schon dazu, in der Ukraine ist, wo sich Deutschland sehr gut einspannen lässt oder andere Dinge. Aber nochmal zurück zu den Banken. Du bist selber auch ein Bankexperte und ich rede ja gerne mit so Leuten und ich letztens auch mit Markus Krall wieder unterhalten und so weiter. Wie siehst du die Situation? Wir haben ja letztes Jahr gab es großes Bankensterben, Silicon Valley Bank, Credit Suisse und so weiter. Eine feindliche Übernahme im letzten Moment. Dann war es ein bisschen ruhiger, dann hat man aber im Frühjahr doch noch an einigen Stellen gemerkt, okay, ganz so ruhig ist es doch nicht. Jetzt hat es auch wieder mal vor kurzem, also in den USA muss man vielleicht noch sagen, ist ja dann so ein Bankenrettungsprogramm von der Fed dann kurz mal aufgerufen worden. Da haben komischerweise sehr, sehr viele plötzlich mit diesen Niedrigzinsdarlehen sich bedient. Und das lief dann irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, war das jetzt aus. Und dann plötzlich Bankterm Funding, glaube ich, hat man es schön formuliert, plötzlich
hat man gesehen, naja, gut, da gibt es doch noch einige Banken, die Probleme haben. Es hat ja auch noch dann die eine oder andere gegeben, die es erwischt hat. Wie siehst du das? Sind wir jetzt mittendrin noch in der Bankenkrise oder ist das jetzt so wie so ein Ertrinkender, der nochmal Luft holt oben und dann wieder abtaucht oder was? Ja, also die Lage ist eigentlich viel schlechter, als es in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt wird. Weil also es ist eigentlich in der Politik klar, dass du sowas wie Lehman Brothers pleite gehen lassen, das kannst du nicht mehr machen. Die haben ja die Auswirkungen gesehen, wenn da nicht massiv eingegangen wären, dann ich kann es gar nicht sagen, was das gewesen wäre. Also ziemlich apokalyptische Ausmaße hätte das sicherlich angenommen. Und deswegen wird so ein Bankenbeben, Bankensterben heute nicht mehr über so eine Hauruck-Aktion über Nacht gemacht, sondern wir müssen, weil das System so überreizt ist und so überspannt ist, das über Jahre hinweg ausschleichen. Und das ist das, was wir gerade sehen oder seit langem eigentlich schon sehen. Das heißt, und man muss in den Bankenmarkt sich ein bisschen reindenken, aber vieles hängt da vom Zins ab. Und wenn Zinsen eben steigen, ist es schlecht, weil dann eben die Anleihen abgeschrieben werden müssen. Das muss mit Eigenkapital gedeckt werden. Eigenkapital haben diese Freunde nicht, weil sie mit Fremdkapital arbeiten, also großes Problem. Jetzt sind wir gerade dabei, die Zinsen zu senken. Also in den USA kommt der Zinsschritt, da bin ich mir fast sicher. Das ist aber das nächste Problem, weil wann werden denn Zinsen gesenkt? Die werden nicht gesenkt, wenn es allen gut geht, sondern wir werden gesenkt, wenn es allen schlecht geht. Das heißt, wir haben jetzt bereits die ersten Arbeitslosenzahlen, die wirklich alarmierend sind in den USA. Wir haben einen Immobilienmarkt, der sich schwer tut und einen Gewerbeimmobilienmarkt, der quasi tot ist. Und das ist aber das, wo sich viele Banken hinspezialisiert haben, weil die müssen sich ja immer dahin bewegen, wo du gerade noch Geld verdienen kannst. Mhm. Vor 5 Jahren konntest du am Zinsmarkt kein Geld erlösen, weil du einfach, es gab keine Zinsen, es war ja nichts da. Deswegen haben sich da viele in diesen US-Gewerbeimmobilienmarkt engagiert und erleben da das nächste Armageddon. Und das ist Teil der CDBCs im Übrigen. Also das ist alles, das hat alles eine Story und irgendwie ist alles miteinander verkettet. Ich will jetzt mal das ganz große Bild aufmachen. Ich behaupte, dass nach 2008 große Entitäten wie zum Beispiel die EZB, die Fed oder Bank of Japan, Bank of China gesagt hat, liebe Großbanken, ihr schafft es nicht, seriös Geschäfte zu machen. Ihr könnt es nicht Geld transferieren in einer adäquaten Zeit und mit adäquaten Gebühren. Ihr schafft es nicht. Wir wollen das seit Jahrzehnten, ihr schafft es nicht. Wir wollen, dass ihr das Risiko bewertet, all das. So. Das heißt, Banken sind eigentlich nicht mehr gewollt von der Politik. Du kannst aber Banken nicht einfach aussterben lassen. Deswegen wird jetzt das von unten nach oben hochgesogen. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal ein Sterben auf Basis der regionalen und kleinen Banken sehen. Die werden aber alle von großen Banken aufgesaugt. Also das heißt, JP Morgan wird noch größer, Wells Fargo, Bank of America, alle die werden alle noch viel, viel größer und viel fetter werden. Too big to fail im Übrigen auch, klar. Ich würde sagen, aber dann diese Situation wahrscheinlich, ja. Genau. Und dann wird aber dann der nächste Schritt kommen. Auch die werden das dann irgendwann nicht mehr hinbekommen. Und dann sagen, wenn die dann den Staat in die Staatspleite reißen würden, das geht ja auch nicht. Kann man ja sich auch nicht leisten. Dann muss man genau. Und das wäre dann der Zeitpunkt, wo dann eben die CDBCs eingeführt werden. Und die werden aber ganz anders eingeführt. Also, weil da viele da auch ein bisschen Angst haben. Ja, CDBCs sind ja Kryptowährungen am Ende des Tages, die allerdings von Staaten ausgegeben werden und die auch an Bedingungen geknüpft werden können. Sieht man ja in China schon, ja. Also wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann dürfst du nicht mehr heiraten. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, Paul, ne? Ja. Aber am Ende des Tages gibt es ein grünes Scoring und rotes Scoring. So. Und ähnliche Dinge kann man treiben, auch auf den Rest der Welt. So. Jetzt ist eben das große Problem, dass Menschen eigentlich vor CDBCs Angst haben. Mhm. Wie kann man das machen? Das ist ähnlich wie bei einem Drogensüchtigen. Du schenkst es denen einfach. Du sagst, pass auf, ich schenke dir, wir machen jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, jedes Monat 500 E-Euros. Und da werden die Leute erstmal überlegen, ja, wo geht es hin? Das geht auf deine Wallet, die du bereits zu Beginn deines Lebens hast. Das ist nämlich deine Steuernummer. Die bekommst du, unser Sohn David, der ist jetzt 2 Jahre, das erste, was ich bekomme, das ist kein Glückwunschschreiben vom Bürgermeister oder sonst was. Das ist ein Schreiben vom Zentralfinanzamt. Hier ist dein Stempel, ähnlich wie bei der Matrix. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Dann drückst du auf deine E-Wallet dein Geld überwiesen. Und am Anfang sagst du noch, naja, das fasse ich nicht an, dieses Geld, das ist ja komisch. Und irgendwann siehst du aber, ja, beim Bäcker kannst du es eintauschen und da und da und da. Und du sagst, na komm, Schatzi, wir probieren jetzt mal 2 Brezen für die Kinder und wir fahren eben Urlaub und los geht's. Und auf einmal gewöhnst du dich dran. Wie so ein Drogensüchtiger, weißt du? Du gewöhnst dich an das Zeug. Und es geht weiter. Du musst es noch konsumieren, weil es vielleicht ein Ablaufdatum hat, ne? Genau, du musst es und auf einmal gewöhnst du dich dran.
Und das ist der Zeitpunkt, wo die dann die Spritze rausziehen, wo sie sagen, alles klar, Freunde, das ist jetzt das neue Geldsystem. Wir brauchen diese ganzen Geschäftsbanken nicht mehr, brauchen wir nur mehr. Wir brauchen vielleicht noch welche, wo ein bisschen, vielleicht noch, wenn wir überhaupt noch von Bargeld sprechen, ein bisschen Bargeld annehmen. Das ist aber nur noch mit horrenden Gebühren verbunden und solche Sachen. Also das ist das, wo ich glaube, dass es hingehen könnte. Und das ist, das macht mir auch ehrlich gesagt Angst, Paul. Also wir sind zwar positive Menschen, ja, aber da muss man... Also ich glaube, es wird aber mit der Vernunft der Menschen zusammenhängen. Ich meine, George Orwell hat ja solche Sachen auch schon in seinem Buch 1984 damals beschrieben. Aber ich sage, es wird natürlich auch, da sind wir jetzt bei diesem Thema Aufklärungspflicht, finanzielle Vernunft, finanzielle Bildung. Es sollten sich einfach viel mehr Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen, wenn du jetzt dieses Video schaust, teilst mit deinen Freunden, Bekannten, mit wem immer du es teilen kannst, weil viel zu wenig Menschen auch über solche Themen nachdenken. Ja. Leider. Ja, und es wird auch in der Öffentlichkeit, also wenn ich jetzt sage, verschiedene Dinge. Letztes Jahr, Silicon Valley Bank, da haben auch alle drüber gesprochen. Credit Suisse, das war ja bei uns hier um die Ecke. Wer wäre auf die Idee gekommen, oder? Also bei Deutscher Bank hätte man sich vielleicht da schon mal vor ein paar Jahren gedacht, aber bei Credit Die Schweizer, ne? Die Schweizer. Die Schweizer, also, ne? Noch dazu, ganz verrückte Geschichte. Und wenn man sich überlegt, auch das war ja schon Enteignung nur der Aktionäre, also das ist über deren Kopf hinweg entschieden worden. Ich denke auch, dass das noch ein Nachspiel haben wird, wie auch immer. Aber jetzt dieses Jahr zum Beispiel Republic First von den Behörden der Einlagensicherung in USA übernommen, ausverkauft. Da hat kaum einer drüber gesprochen. Also das hast vielleicht auf irgendwelchen speziellen Kanälen im Internet oder da oder dort eine kleine Meldung, so am Rande. Aber da hieß es, na gut, ist ja nur eine kleine Bank mit einer Bilanzsumme von 6 Milliarden. Wenn man sich aber jetzt anschaut, 2009 zum Beispiel war die United Commercial Bank mit 11,2. Die war noch eine der Top 10 Banken. Ja, und die hat jetzt auch, ja, vielleicht 5 Milliarden mehr. Aber wird da einfach vieles verschwiegen oder ist es so, dass... Ich meine, genauso wie beim Trump-Attentat, dass die Presse, einfach die offizielle Presse, schon sehr in eine gewisse Richtung agiert, sich die Dinge richten möchte. Also wo wer immer das im Hintergrund lenkt, sagen wir mal vorsichtig, kommt dann natürlich auch noch aufs Thema US-Wahl kurz zu sprechen. Aber wie schätzt du das ein? Warum werden solche Dinge oder auch alles, was in China passiert, da wird natürlich da oder dort mal irgendwas erzählt. Aber ich meine, unser ganzes Weltsystem ist ja sowas von krank. Ne? Also auch der Herausforderer. Wenn du jetzt den Hegemon hernimmst, der Herausforderer, da schaut es ja nicht wirklich viel besser aus, außer dass die halt viel mehr Sparguthaben haben. Das ist natürlich nicht unwesentlich. Ich bin da bei dir, Paul. Wir werden da gelenkt. Und ich will dir noch ein anderes Beispiel geben. Wir haben vor, jetzt ist es über zwei Jahre, haben wir darüber diskutiert, groß in der Bildzeitung, überall, 5.000 Helme in die Ukraine schicken. Ist das Kriegsbeteiligung, ja oder nein? Das ging wochenlang, das ging durch den, jetzt hätte ich schon gesagt, durch den Senat, also durch den Bundestag. Überall wurde das Riesenthema. Heute fahren wir einen Panzer nach den anderen darüber. Das ist ja gerade so, dass wir sind nur kurz vor der nächsten Truppenverlegung. Und das ist das, was mir Angst macht. Das macht mir wirklich Angst, weil es kommen zu mir Menschen, die sagen, Florian, ich möchte mein Geld und einen Plan B für mich und meine Familie haben. Denn, und da muss ich ehrlicherweise mal ein Lob für die Ostdeutschen, die werden ja immer ein bisschen so stiefmütterlich behandelt und auch immer ein bisschen so ganz komisch betrachtet im Westen. Und ich muss sagen, das sind die aufgeweckteren Menschen heutzutage. Warum? Weil die ein Déjà-vu-Erlebnis haben, was eben damals in der DDR passiert ist. Und damals war es eben so, da war es klar, dass wenn im Kriegsfall, dann müssen deine Söhne, deine Kinder an die Front ran. Und da kommen eben Kunden zu mir und sagen, Flo, wo kann ich da hin im Zweifel? Wenn das passiert, Knall auf Fall, ich muss da weg, ich muss da raus. Die haben Angst. Das sind Panikentscheidungen. Das sind auch, will ich offen sagen, teils keine rationalen Entscheidungen, aber das ist das Verhalten, weil sie es kennen. Es wird groß wieder, wenn ich heute NTV aufmache, die Erfolge der Ukrainer in Russland. Das ist für mich Wahnsinn. Das ist Kriegstreiberei. Was soll das? Das kann es doch nicht sein. Die sollen bitte mit diesem Schmarrn aufhören. Und dann auch noch die Grüne Partei. Was ja, soll das? Was wird passieren, wenn man den russischen Bären in die Ecke treibt? Selbst wenn, ne, was ja sowieso militärisch idiotisch ist, weil man es nicht schaffen wird, aber selbst wenn man es schaffen würde, ihn in die Ecke zu treiben, was soll dann passieren? Also dass man bringt ja nur selbstzerstörerische Aspekte hier ins Spiel. Ja? Und da auch wieder, das ist pervers, was die machen. Die sagen, du sollst dir grüne Anlagen holen, also halt, was weiß ich, Photovoltaik und das am besten auch noch in die Nordlage reinstellen, sodass überhaupt keine Sonne ist. Aber der Panzer mit Diesel, der darf fahren. Das ist in Ordnung. Ja, das Problem bei jeder Form des Krieges ist ja, dass kurzfristig natürlich Krieg als solches, weil ja, ne, Waffen vernichtet werden und wieder produziert werden müssen und so weiter, die Wirtschaft ankommt.
ankurbelt, aber langfristig natürlich alles in Schutt und Asche legt. Und natürlich kann es auch Leute geben, die das natürlich vorantreiben wollen aus wirtschaftlichen Überlegungen. Aber die Frage ist, was passiert nach den US-Wahlen? Donald Trump hat ja irgendwann mal gesagt, wenn er gewählt wird, wird der Krieg sehr bald zu Ende sein. Es wäre ja auch gar nicht so schwer, die Amerikaner müssten nur aufhören, Waffen zu liefern. Dann wäre der Krieg beendet. Die Frage ist, Donald Trump hätte es ja beinahe schon das Leben gekostet. Da hat es auch Leute gegeben, die haben gesagt, okay, das ist inszeniert, dass er sich aus, also wenn er ein paar Sekunden vorher, ist er, hat er die direkt im Kopf. Also es ist so Schwachsinn, aber egal. Wie siehst du das jetzt mit den US-Wahlen? Also ich meine, Biden war ja schon komplett out, der alte Mann. Dann hat man jetzt aus dem Hut gezaubert die Harris. Hat die jetzt noch eine Chance? Also da gibt es ja alle zwei Tage irgendwie unterschiedliche Aussagen, je nachdem, wen man halt fragt. Wie siehst du die US-Wahlen und lass uns mal ein, zwei Szenarien malen. Was könnte dann sich ändern auf der Welt? Also wir haben Anfang des Jahres und da bin ich wirklich auch in Ungnade gefallen, auch bei meiner eigenen Community, weil es halt eben geframed wird durch die Publicity, habe ich schon gesagt, Trump wird neuer und alter Präsident. Es gibt nur ein einziges Szenario, was uns Angst gemacht hat und das ist jetzt Gott sei Dank abgewendet worden. Also es war völlig klar, dass Biden drüber ist, also drüber in jeder Hinsicht. Es war auch klar, dass also für mich ist es immer noch offen, ob der das bis zum Ende durchsteht. Ja, also ist zwar jetzt nicht mehr so lang, aber gut, den werden schon noch hinspritzen. Auf jeden Fall hatte ich die Sorge, dass Michelle Obama drankommt. Und das wäre für mich die einzige, die eine Chance hat. Weil sie ist wirklich schwarz und wirklich weiblich und wirklich charismatisch. Also da kann man auch wenig Negatives sagen, glaube ich. Jetzt glaube ich mit Harris, dass sie das nicht hinbekommt. Und noch zusätzlich, die Amerikaner, glaube ich, wählen keine Frau. Und wenn, dann höchstens Michelle Obama. Das wäre das Einzige gewesen. Also Trump aus meiner Sicht neuer und alter Präsident. Und da gibt's, ich sage dir genau, wie es läuft. Er wird nämlich die größten 4 Konflikte unserer Zeit befrieden. Und den ersten Konflikt, den kennen die wenigsten Menschen, weil auch der nicht gezeigt wird. Und es ist nämlich im Süden der USA tobt ein Einwanderungskrieg, der sich von uns zuschreibt. Viele sagen ja, Deutschland geht schlecht, weil wir Einwanderung haben wie kein zweites Land. Völlig falsch. In den USA wandern viel mehr Menschen ein, also zu ganz anderen Situationen. Das ist extrem, was da passiert. Und das ist das Erste, was er macht. Also er wird sich noch im November in den Flieger steigen, wird da unten seinen Zaun aufbauen mit militärischer Kraft. Also der wird Texas, wird da ziemlich stark aufgerüstet werden und andere Staaten. Und dann ist da Schicht im Schacht. Von dort aus fliegt er nach Kiew, wird dort, und jetzt pass auf, eine pro-russische Regierung einsetzen. Da bin ich davon überzeugt. Und sagt zu denen, passt mal auf, ihr dürft jetzt hier regieren, aber unter folgenden Bedingungen. Es wird kein einziger Schuss mehr fallen. Und die offenen Regionen, wie zum Beispiel der Donbass, die Krim und so weiter, bleiben annektiert, das heißt aber ungeklärt im völkerrechtlichen Status. Das heißt, es ist immer noch, weil er muss ja den Ukrainern auch noch so ein bisschen, aber es bleibt ungeklärt. Ein bisschen wie Nordzypern jetzt, ne? Richtig, genau. Es gibt ja viele Staaten, die einfach über Jahre, oder Nordzypern ist ja seit 50 oder 60 Jahren. Nordzypern gibt es ja gar nicht eigentlich als politisch. Genau. Also in der Türkei-Form ja, aber das sind halt die einzigen, die sagen, das ist das. Ja, so, und so könnte ich mir das vorstellen. Und von dort, von Kiew, fliegt er weiter nach Tel Aviv, sagt zu denen, pass auf, Freunde, hier gibt es auch keine Waffen mehr. Ihr könnt euch zwar weiter den Kopf einschlagen, aber nicht mehr mit unseren Sachen. Und von dort fliegt er weiter nach Taiwan, lässt dort den Chinesen mit einfliegen und sagt, pass auf, du kannst das übernehmen. Das ist uns egal, weil inzwischen haben wir unsere eigene Chip-Industrie aufgebaut. Ja, also eigentlich geht es ja dann nur noch um America First. Und Taiwan ist ja deswegen so interessant, weil die halt eine extreme Chip-Industrie haben. Übrigens auch Buffett hat Taiwan Semiconductor abverkauft aufgrund politischer Risiken und sagt dann, du kannst es übernehmen, aber bitte friedlich, was friedlich auch immer heißen mag. Und genau, bitte friedlich, weil er hat kein Interesse mehr dran. Weißt du, der Amerikaner, der ist so, der ist kein Freund. Der ist übrigens auch nicht der Freund der Deutschen. Der ist nur der America First, der Freund von sich selbst. Und die haben sich die Chips, also das Know-how rausgezogen. Intel baut gerade in Deutschland was auf. Ob das kommt, weiß ich nicht. Aber überall wurde was gebaut und dann sagen sie, ja, kriegen wir schon hin. Machen wir jetzt selber. Sehr spannend. Also spannendes Szenario für die Zukunft. Ich glaube, wir müssen langsam, ich habe noch zwei, drei Fragen vorbereitet, aber langsam die Schlussrunde andenken. Vielleicht nochmal ganz anderes Thema.
Wenn du jetzt so zurückdenkst, du bist Investor, so wie ich auch, in einem anderen Bereich allerdings, was die Leute ja immer gern von uns hören, was waren denn deine größten Fehler? Also du musst nicht alle erzählen, einer, was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt so jungen Leuten Rat gibst? Ein, zwei Beispiele, wo du sagst, okay. Ich habe einen massiven Fehler gemacht und zwar, ich habe schon richtig viel Geld verloren, das will ich ganz offen zugeben. Und das Interessante darin ist, immer wenn ich Geld verloren habe, das habe ich aber am Anfang nicht gewusst, habe ich in den folgenden Wochen, Monaten oder teilweise auch Jahren viel mehr Geld gewonnen. Das heißt... Kann ich absolut bestätigen. Bei dir auch. Komischerweise ist es bei allen so. Bloß das Problem ist, in dem Moment, wo du Geld verlierst, bricht die Welt zusammen. Also ne, je nachdem, wie du damit klarkommst, mittlerweile habe ich da so meine Techniken. Aber das ist immer schlimm. Das ist immer schlimm. Und das Geld kommt meistens in vielfacher Form wieder zurück. Oder manchmal kommt es auch in andere Form zurück. Also das ist nicht der Fehler. Aber was war mein größter Fehler? Konkretes Beispiel. Novo Nordisk kennst du bestimmt. Das ist ja heute das Ding, was mit Abnehmspritze. Es ist eigentlich nicht deren Kernkompetenz, sondern deren ihre Kernkompetenz ist Insulin. Also das heißt, ich nenne es die Volkskrankheit, weil Zucker halt wegen Übergewicht und all das. Und da war meine Idee, dass die Chinesen immer mehr westlicher werden. Also früher haben die halt Reis und Fisch gegessen, deswegen war das auch alles immer sehr gesund. Mittlerweile fressen sie halt auch das McDonald's-Zeug und so und Starbucks und das ganze Zeug. So, und deswegen haben die auch immer mehr Zucker. Ich habe die Aktie gekauft, nachdem sie mal, die hatten Probleme, 20% abverkauft wurde. Dann hat sie sich verdoppelt. Dann habe ich gedacht, hey, super, ich bin der Held, habe verkauft, gutes Geld gemacht, alles gut. Und heute steht die Aktie, glaube ich, 20 Mal höher. Ja. Na gut, aber dann hast du zumindest kein Geld verloren, sondern du hast halt nicht den... Eben schon. Zeitpunkt, indirekt natürlich. Ja, aber das ist eben der Punkt. Das vergessen viele Leute. Den nicht gemachten Gewinn ist auch ein Verlust. Ja. Und das ist eben, weil auch immer, auch am Aktienmarkt oder bei dir jetzt, auch bei den Mallorca-Immobilien. Ich habe deine Videos, habe ich schon vor 3 Jahren angeschaut. Und um ehrlich zu sein, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, habe ich mir vor 3 Jahren gedacht, meine Güte, das ist ja schon ganz schön teuer da drüben. Und weißt du, was danach passiert ist, Paul? Danach haben die Amerikaner, die Verrückten, angefangen, direkt Flüge zu euch nach Mallorca zu bringen. Und dann hat sich das nochmal verdoppelt. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie kleinhirnig ich eigentlich bin. Ja. Weil sowas war gar nicht in meiner Vorstellung, weißt du? Und die Amerikaner kommen darüber und sagen, ja, ist doch geil, eine Villa in erster Lage, 10 Millionen, ein Schnäppchen. Ich nehme gleich 2. Du hast hier wirklich in Top-Lagen, so ein Video und so weiter, hast du binnen 3, 4 Jahren eine Million Zuwachs bei so einer Immobilie, die du um 3, 3,5 eingekauft hast, vielleicht 4 locker machen können. Ja. Und das konnte ich mir, wie ich deine Videos vor 3 Jahren... Bei hoher Sicherheit noch dazu. Ne? Ich konnte mir das nicht vorstellen, weißt du, Paul? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, das vielleicht zum Schluss mit Experten wie dir zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Weil du hast es gesagt, du hast es auch, all diese Argumente hast du gebracht. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Es wird weitergehen. Wir haben jetzt letztes Jahr 12,6% und ich sage, es ist eine Insel. Und auch da gilt aber wieder, genauso wie du halt dich bei deinen Aktien auf deine Top-Werte konzentrierst und nicht alles kaufst und wahrscheinlich auch genau aus dem Grund jetzt nicht irgendwie jetzt sagst, okay, ich gehe halt so hin wie viele und sag, ich mache jetzt irgendwie so einen Split, wo alle dann denken, okay, wenn sie jetzt hier so ein Massenprodukt, du weißt schon, was ich meine, kaufen, da sind dann 6, 7 Aktien drin und dann haben die halt, das glauben, dann haben die ganzen Welt-Dings da. Ja, genau. Sondern du bist ja auch einer, Warren Buffett sagt das ja auch ganz gut, muss, wie wird er das mal formuliert, so sinngemäß, Risikosplit ist nur dann notwendig, wenn man sich nicht auskennt, so nach dem Motto. Genau. Könnte man ja noch stundenlang jetzt wahrscheinlich über solche Themen reden, also nur für dich jetzt vielleicht auch nochmal, ETF habe ich jetzt natürlich gemeint, sind jetzt so eine Sache, wo Profis ja eigentlich abraten davon, ne? Weil sie sagen, das macht ja auch nur der Ahnung hat, oder? Also zweigeteilte Meinung, weil es gibt, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der gerade sein Geld auf dem Girokonto und Sparbuch und Rentenversicherung und Lebensversicherung hat, dann sage ich, bitte fang mit dem ETF an. Bevor du gar nichts machst, dann machst du bitte das. Ja, aber wenn du es richtig machen willst und dann musst du da schon ehrlicherweise dir eins anschauen. Ein ETF macht ja immer dann Sinn, wenn du sagst, du möchtest dein Risiko aufteilen, wie du es genannt hast. Aber die Wahrheit ist, dass mittlerweile die Hälfte dieses ETFs in nur noch 6 oder 7 große Unternehmen steckt, weil die eigentlich so stark gewachsen sind, dass das einfach alles andere keine Relevanz mehr hat. Das ist der eine Punkt. Wenn es extremen Crash geben würde, nur jetzt vereinfacht ausgedrückt für den Laien da draußen, könnte das natürlich dann auch heißen, wenn du Pech hast, dass jetzt 4, 5 da dabei sind, halt von den Großen, die es auch erwischt, dass du genauso nach unten gehst. Also wenn du dann zum falschen Zeitpunkt zu den Zittrigen laut Costolani gehörst und Panik kriegst, dann würdest du genauso Verluste reden. Und das führt mich jetzt zum zweiten Punkt, Paul, weil was kann ein ETF? Ein ETF kann... Und er hat die größten Charme, die größte Power kann er dann ausspielen, wenn er 10, 20, 30 Jahre lang läuft.
dann kannst du quasi eigentlich fast sicher sagen, dass du 6, 7, vielleicht 8% Rendite hast unter größten Schwankungen. Allerdings kommen zu uns oftmals Leute, die haben keine 10, 20, 30 Jahre mehr. Die sind heute 60, 65 Jahre alt und sagen, ich gehe in Rente. Meine Lücke zu dem, was ich früher bekommen habe und das, was ich Rente bekomme, beträgt 1.000 Euro oder 2.000 Euro. Und das muss ich jetzt irgendwie hinbekommen. Was hilft dir da ein ETF? Der könnte da eher sogar noch größere Risiken bergen könnte. Also deswegen, wenn du gar nichts gemacht hast und bisher nur Sparbuch-Gangster bist, dann gehst du zum ETF, das ist okay. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Das heißt, die größte Gefahr, wenn wir es auf den Punkt bringen, ist eigentlich für Menschen, die entscheidungsschwach sind und jetzt keine Entscheidungen treffen. Ne? Die sagen, ich lasse lieber das Geld am Bankkonto liegen oder ich lasse meine Lebensversicherung weiterlaufen, weil die läuft jetzt eh schon so lange. Sondern, also die werden nicht zu den Gewinnern dieser Krise gehören, sagen wir es mal vorsichtig. Und lasst uns mal ganz ehrlich sein, es gibt keinen, und da darf ich vielleicht für dich auch sprechen, der keine Fehler macht. Ich habe schon so viele Fehler gemacht. Und nochmal, ich und Paul haben es gerade gesagt, diese Fehler, diese vermeintlichen Fehler haben uns immer zu mehr Vermögen gebracht oder zu mehr Wissen oder zu mehr Menschen, mehr Connection. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist nachgewiesen, es ist so. Deswegen, vor was hast du Angst? Also ich kenne wirklich viele, viele Multimillionäre. Keiner von denen hat, und die sind alle ehrlich, wenn du sie fragst, keiner von denen behauptet, er hat noch nie was verloren oder er hat noch nie Fehler gemacht. Ich kenne aber auch viele Leute, die noch nichts weitergebracht haben in ihrem Leben und die noch nie Geld verloren haben, aber trotzdem nichts besitzen. Ja? Und das ist die schlimmere Version. Also schaut, wenn Sie die beste Version eurer selbst werden wollt, dann müsst ihr einfach aus der Komfortzone auch mal raus und müsst bereit sein, Dinge zu probieren, zu testen. Das heißt, es hat jetzt nichts mit blindem Vertrauen zu tun und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwelche dummen Sachen macht, weil wo ich immer vorsichtig bin, wenn ich Leute frage, pass auf, die mir erzählen, sie haben Geld verloren, habe ich gesagt, ja, wo hast du denn recherchiert, um welche Anlageform es geht? Naja, das war so ein geheimer Tipp, da hat mir irgendwer was im Freundeskreis erzählt oder im Business Club oder so. Ja, aber hast du denn nicht geschaut, welche Person steckt da dahinter? Weil es gibt bei jedem Business gibt es Personen. Und wenn einer 30 Jahre im Geschäft ist, dann mache ich mit dem was oder von mir aus 20 Jahre im Geschäft. Aber ich mache doch nichts mit einem, wo ich nichts finde im Internet, ja, weil das so geheim ist. Also das ist doch meistens ein Rohrkrepierer. Na gut. So, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich würde das jetzt gerne ausklingen lassen. Wir haben viel gewarnt, aber auch ein Thema steht ja über allem immer drüber. Jede Krise birgt ja auch riesige Chancen und Möglichkeiten. Da würde ich dich jetzt zum Schluss bitten, die letzten Worte gehören ja immer meinem Gast, dass du vielleicht noch so einen positiven Impuls reinschmeißt, wie man jetzt diese Unwetter, die vielleicht noch kommen, gut überstehen kann, aber wie man auch sich auf die Zeit danach schon freuen kann, wo dann die Sonne wieder rauskommt und wo die Luft wieder frei ist zum Atmen und was wir dazu beitragen können, auch dass es dazu kommt, dass wir also vielleicht nicht alle dann von diesen CBDCs abhängig sind, wo dann uns irgendeiner den Geldhahn abdreht oder sonstige. Es ist eigentlich relativ einfach und das Spiel wird gespielt eigentlich schon, man denkt immer, das ist neu, aber am Ende des Tages ist es nur der alte Wein in neuen Schläuchen, es ist immer gleich. Wir leben in einer verschuldeten Welt und das war auch schon immer so. Und diese Verschuldung wird immer weitergehen. Das heißt, deine 10.000 Euro auf dem Konto werden morgen nicht mehr das kaufen können, was du heute kaufen kannst. Und das muss auch so sein, denn diese ganzen Corona-Lasten, diese ganzen Kriegslasten, das muss bezahlt werden. Und du kannst jetzt nicht einfach zum Paul oder zum Florian gehen und sagen, gib den zahl 5.000 Euro an die Regierung. So läuft es nicht. Das muss über andere Wege zu denen kommen. Und das nennt man Inflation oder nenn es anders, Entwertung deines Geldes. Und wenn du nicht möchtest, dass, wo du 40 Stunden in die Arbeit gehst, vielleicht 50 Stunden, und deine Familie nicht siehst, aber wenn du willst, dass das immer weniger wert wird, wenn du was dagegen machen möchtest, dann musst du in Sachwerte gehen. Dann musst du in etwas gehen, das einfach nicht mehr x-fach beliebig repliziert werden kann. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Wir haben gerade über meinen großen Fehler mit den Mallorca-Immobilien gesprochen. Mallorca, wenn du da was vor 3 Jahren für 3 Millionen gekauft hast, oder da gibt es auch andere Preiszettel, ja, aber ich bleibe mal beim großen Preiszettel, völlig egal, dann ist es einfach nicht mehr neu baubar. Ja, in Mallorca, das weiß der Paul, und da werden wir übrigens gleich noch in einem anderen Video drauf kommen, da gibt es einen Baustopp, oder bitte, da bist du dann gleich der Experte dazu. Du kannst da nicht mehr x-tausend Immobilien hinbauen. Und was macht es mit dem Preis? Das kannst du jetzt mal selbst zusammenrechnen. Und wenn du da einfach was wissen möchtest, wie es geht, gehst du bitte zum Paul und lässt dich das mal genau erklären, wie du sowas machen kannst. Übrigens auch mit kleineren Preiszetteln, müssen nicht gleich die 3 oder 4 Millionen sein. Absolut, könnte auch 50.000 oder 100 sein.
Sehr schön. Florian Günther, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir. Wir werden auf deinem Kanal das Spiel umdrehen. Das heißt, da wirst du mir dann die eine oder andere Frage stellen und ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin sicher, das war so spannend. Ich könnte noch eine Stunde weiter mit dir reden, dass das jetzt nicht unser letztes Interview sein wird. Wir werden also fortlaufend, wie auch mit den anderen Experten hier auf meinem Kanal, Dr. Kral, Max Otte und wie sie alle heißen, immer wieder mal mich gerne einladen und uns austauschen. Und ich bin auch ganz, ganz sicher, wenn ich die beiden Vorgenannten und Marc Friedrich und so weiter, die haben ganz, ganz tolle Aufrufe bei uns. Wir haben da einzelne Videos, gerade mit Max Otte, glaube ich, 500.000 oder so. Wahnsinn. Freue mich da richtig drauf. Ohne einen Cent Werbung zu schalten, muss ich dazu sagen. Also wir haben hier wirklich eine aktive Community. Also bitte teilen, mit euren Freunden, Kanal abonnieren und natürlich gleich das nächste Video dann anschauen am Kanal von Florian Günther. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, bis bald. Oder wenn es ihr jetzt gleich auf einem anderen Kanal geht, bis gleich. Bis gleich.